So, hallo Leute. Heute geht's weiter hier im Schlachterprojekt für den Zweier. Wir wollen den Golf 4 heute weiter auseinanderreißen. Heute ist der Plan, dass das Motörchen definitiv rausfliegt. Es ist heute sehr nebelig, sehr kalt. Gestern war es auch schon so, es wurde gar nicht richtig hell und da habe ich mir gedacht so, ja weißt du was, dann bleibst du gestern so Neujahrstag, bleibst du einfach liegen, ne? So machst du immer gar nichts. Habe ich wirklich gestern überhaupt gar nichts getan. Tat mir überhaupt nicht gut, habe ich auch gemerkt. So, heute Morgen gleich den nächsten Tag, denkst du so, oh, könnt's ja eigentlich auch nochmal liegen bleiben. Nein, Jungs, Alter, da habe ich gar keinen Bock drauf. Aufstehen, Kaffee in den Hals, los geht's, es ist sehr früh. Wir hauen den Kram jetzt hier raus, weil ich muss meine Projekte fertig werden. Der möchte am Wochenende abgeholt werden, die Karosse, da habe ich jemanden für. Und bis dahin muss ich da eben schnell alles raus haben. Das bedeutet, wir kloppen jetzt hier alles aus dem Anzug so schnell wie es geht. Und dann kommt die Kiste nach vorne. Und dann geht der auch weg. Und dann warten wir auf Teile. Ja, wie gesagt, für den GTI, ich würde den Motor gerne reinhängen. Ich habe aber einen Satz falsche Motorlager bestellt. So, jetzt haben wir einen Satz nachbestellt. Der ist mit DHL verschwunden. Jetzt muss ich nochmal einen Satz nachbestellen. Ja, aber es bringt mir auch nichts, mich da jetzt rumzustreiten, weil ich brauche sie. So, dann gucken wir halt danach. Zur Not, falls sie doch kommen, nehme ich sie halt für einen Zweier, schmeiße sie hinten rein. Alles gut, kein Problem. Aber ich brauche sie halt jetzt. Ja. Und so geht es denn jetzt hier erstmal weiter. Würde ich sagen, wir reißen das Maschinchen raus. Ich habe ja schon gut vorgearbeitet. Ich werde jetzt noch die Schaltung und so ein paar Kühlerschläuche entfernen, Elektronik und so weiter und so fort. Werde da drunter krabbeln hier und Auspuff und alles so weit entfernen, Kardan abschrauben. Und dann werden wir da einen Kran vormachen und dann werden wir die Kiste da rauspicken, ganz einfach. Und dann ist der da raus und dann holen wir den ganzen Rest, den ich noch brauche. So wie Lenkrad von der Pedalerie war es und so weiter und so fort. Und dann kann er den mitnehmen mit Papiere. Hat ja auch noch TÜV, kann er sich umbauen, keine Ahnung, ist mir auch egal, was er damit macht. Wichtig ist, dass das Ding von meinem Hof verschwindet, weil für mich ist das nur noch eine fahrende Tonne, sag ich mal. Ich lege da alle Teile rein, die ich so abbaue. Ja. Ja, Stoßstangenträger vorne und sowas brauche ich halt noch, ne? Aber Schlossträger und den ganzen Kram kann er alles mitnehmen. Kühler und so weiter brauche ich alles nicht. Ja, ich würde sagen, dann schnacken wir gar nicht lange rum. Alter, meine Finger frieren ein. Ich fange an zu schrauben, lass die Kamera vielleicht auch mal zwischenzeitlich laufen. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. So, ich habe schon wieder eine ganze Menge da raus. Wir haben jetzt nur noch die Antriebswellen da dran und die Kardanwelle. Und die Motorhalter sind natürlich noch fest. Und unten die Drehmomentschlitze. Wir haben soweit wirklich alles ab. Ich habe die Krümmer alle gelöst. Also was heißt die Krümmer? Der Hosenrohr, wo die ganzen Cuts dran sitzen, das ist alles ab. Die ganze Verkabelung ist weg. Schaltung liegt oben. Steuergerät, Kabel, alles sind raus. Steuergerät hängt hier nur noch so drinne. Sonst ist alles ab. Soweit Kupplung. Alle Kabel, die wir sonst so haben, alles rüber auf den Motor gelegt. Ja, jetzt muss ich nur noch die Antriebswellen, wie gesagt, machen. Und die Kardanwelle fängt hier aber leicht an zu pieseln jetzt. Wie gesagt, das Wetter ist nicht unbedingt das Allergeilste heute. Sieht hier ein bisschen aus wie auf dem Schlachtfeld. Aber das nützt nichts. So, jetzt müssen wir den ein bisschen anbocken, damit ich den Rest lösen kann. Und dann würde ich sagen, räumen wir hier ein kleines bisschen auf, wenn das Wetter uns nicht verhindert. Und dann würde ich sagen, rupfen wir die Maschine da raus, ne? Ich brauche die da raus. Ich will die da heute raus haben, definitiv. Komme, was wolle, egal. Also Jungs, nicht lang schnacken, wir machen jetzt weiter. So, wir haben das Ding am Kran, der ist noch nicht ganz gelöst, ne? Wir haben hier, hinten habe ich schon mal Kardan und alles rausgeholt, also die Verlängerung, die liegt da schon, das alles raus. Ja, wir haben jetzt wirklich alles gelöst. Antriebswellen, alle beide Seiten raus. Motor hängt schon, wie gesagt, am Kran leicht angezogen. Ich kann jetzt die Motorhalter lösen. Dann kann ich das leicht nach vorne ziehen. Ich habe das Problem, da hinten ist hier Vielzahn drin an der Scheibe. Und ich habe gar keinen Vielzahn. Hab ich schon, aber nicht als Nuss, ne? Und den versuche ich jetzt den Motor vorzuziehen, ansonsten die Karosse zurück. Ich müsste das mit der Stange rauskriegen, gar kein Problem, aber der Krümmer ist halt auch noch da, ne? Müssen wir halt mal gucken. Ja, das ist so bis jetzt der Plan. Ich würde sagen, ich nehme euch einfach mit. Komm her, wir rupfen den da eben zusammen raus. Wo kann ich euch denn hinstellen, wo nichts passiert?
Schauen wir mal, ob wir ein schönes Plätzchen finden hier. Das sieht doch schon fast gut aus. Da könnt ihr doch mal im Stehen bleiben. Ja, weil die Karosse soll eigentlich morgen abgeholt werden. Jungs, aber da habe ich noch ein bisschen, ein paar Stunden Arbeit vor mir. Aber ich habe jetzt soweit alles lose. Ich gucke jetzt mal, wenn wir den Motorhalter lösen, ob er kommen will oder nicht. Wir fangen jetzt einfach mal langsam an. Ich habe mich schon gequält, bin ich ganz ehrlich. Raus.
schweinekalt ist. So, bin ich ja mal gespannt. Wow, der Fall, der kommt. Das sieht gut aus. So weit wie möglich zurück hier. Jetzt ein Problem. Ich muss den weiter nach hinten haben. Ja, so kriege ich auf jeden Fall. Ich mach das an. Wagenheber aufbauen und Böcke weg runterlassen. Arschloch. So, der ist da. Wo ist die Eule? Wie steht da? Die Jungs, aufpassen. Glück darf mal sein, man muss sich nur zu helfen wissen. Abpumpen, alle Stück für Stück in der Kader, die ich abknicke. Wagenheber langsam kommen lassen. Kadern beobachten.
abgängig. Wichtig ist immer, Jungs, dass ihr darauf achtet, wenn die Kader nicht gelöst ist, dass ihr sie nicht einklemmt. Sonst habt ihr echt ein Problem. Immer wieder nachgucken. Guck, ob der Motor frei läuft. So, jetzt steht ja nur noch so ein bisschen hier vorne auf Steine. Natürlich wieder umbauen. Die Maschine ist ja fast da. Aber raus. So. Das ist ein gutes Stück. Thank you.
So, wie ihr unschnell sehen könnt. Scheiße, bin ich außer Fuß, Alter. Guck mal, 16 Minuten, 17 Minuten. Puh. Ja, den Kram hole ich da jetzt noch raus. Schlachte hier im Schnellformat weiter. Stell das nachher alles mal zusammen. Und mach dann noch so ein Endvideo. Geile Nummer. Motor ist raus, Motor hängt. 100 Pro. 100%ig, echt. Bin ich echt glücklich drüber. Aber ich bin auch nass geschwitzt. Ja, Motor. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des heiligen Turbos. Dein Ladedruck geschehe, dein Zündfunke komme und deine Kraft wird gewaltig, mein Freund. Ja, Jungs, ich werde jetzt noch hier ein bisschen weiter tüdeln, mir noch einen schnellen Kaffee reinhauen und dann hier. Wir sehen uns gleich wieder. Ciao. So, ich will noch mal ein bisschen was filmen, habe mich doch dazu entschlossen, jetzt mal ohne Gimbal, einfach mal so per Hand. Schnute ist wieder vorgeschraubt mit ein paar Schrauben. Wir haben die ganze Geschichte mal aufgestellt hier, so wie ich mir das später vorstelle. Natürlich mit diversen Anpassungen, bevor ihr jetzt wieder schreibt, ah, die Antriebswellen, das passt alles nicht, viel zu lang und Plug and Play ist das nicht, ich weiß das alles. Ich mache das nur mal so zu rein optischen Zwecken, ne? Damit ihr auch wisst, wo die Reise nachher hingeht. Bei dem Golf schlachte ich, wie gesagt, jetzt nur noch die Kleinigkeiten eben raus. Und dann geht's los. Aber ich hau mal ab da. Ja, Jungs. Ich werde das jetzt wegpacken, weil es wird schnell dunkel. Ich muss noch ein bisschen aufräumen und ich muss da noch ein bisschen was rausmachen. Und hier, ich möchte gerne, dass der morgen abgeholt wird. Da ist der weg. Also Jungs, dranbleiben, bis gleich. So, das ist schon richtig duster, ne? Zack, ich muss mal das Ding umstellen. So, muss ich ja schon mit Lampe machen. Also Motörchen steht jetzt hier. Der Golf ist schon weg. Ne? Der steht jetzt draußen vor der Tür. Ich habe hier schon einmal gefegt. Wie gesagt, ich sehe jetzt hier nicht mehr ganz so viel. Das mache ich morgen, ob da noch was auf dem Boden liegen geblieben ist. Auf jeden Fall kann er die Kiste dann morgen aufladen. Da will jemand die Restkarosse haben mit Fahrwerk und alles. Dann kann er die morgen aufladen. Bin ich die hier auch los? Ja, Jungs, und dann bleibt echt nicht mehr viel. Dann bleibt jetzt noch der Bassler V6 Turbo, mein Weißer selber, der GTI und der da vorne noch steht. Na, an dem hier vorne müssen wir nur noch zwei Kleinigkeiten machen. Ladeluftkühler möchte ich gerne noch tiefer setzen und so kleine WWchen. Und das war's, Jungs. Ne? Dann sind wir bald durch. Ja, so schnell kann das gehen. Ne? So, die Maschine muss ich jetzt hier stehen lassen. Da brauche ich morgen einen zweiten Mann. Die werde ich jetzt aber noch schön abdecken. Eine Nacht kann die da wohl stehen bleiben und morgen muss ich die dann mal mit dem Kumpel zur Seite rücken. So der Plan. Werkstatt muss ich noch aufräumen, Jungs. Das sieht aus, als wenn da eine Bombe eingeschlagen hat. Ich habe das hier alles erstmal reingestellt, weil es geregnet hat. Alles ist nass, alles ist ölig. Das bedeutet, wir müssen uns erstmal einen Putzlappen nehmen und müssen das Werkzeug erstmal putzen, bevor wir es zurückpacken. Weil ich habe keinen Bock, irgendwo in den Schrank reinzupacken, in so eine verfettete Zange. Ne, da kann man das besser eben direkt abwischen und wieder reinpacken. Und dann werde ich hier mal eben ein bisschen klar Schiff machen. Weil wenn man so ein Auto schlachtet, dann sieht das echt immer wüst aus. Und ich scheiße, sage ich auch noch. Nein, und ich finde das scheiße, wenn das so aussieht. Dann findest du nämlich nichts mehr wieder. Und Schweißgerät habe ich gestern von Max hier noch einfach so reingestellt. Also hier werde ich noch klar Schiff machen, aber das brauche ich ja nicht mit euch machen. Ne? Ja, Jungs, ich würde sagen, das war es erstmal mit der Schlachtung vom Golf 4. Und als nächstes beschäftigen wir uns damit, dass wir diese Maschine da reinhängen, ne? Aber auch nur hängen, mehr nicht. Ja, Jungs, dann danke, dass ihr alle dabei gewesen seid. Ne? Lasst ein Like da, ein Abo da. Das kostet alles nichts und ihr verpasst nichts von dem geilen Scheiß hier. Also, wir sehen uns. Ciao.